Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben Mittwoch, den 18.05. und ich nutze jetzt die Gunst der Stunde. Ich bin nämlich heute noch krank geschrieben. Ab morgen geht es wieder in die Schule. Deswegen nutze ich jetzt noch die Gunst der Stunde und nehme ein Video auf. Es könnte eventuell sein, dass wir unterbrochen werden, weil der DHL-Bote klingelt. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja noch ohne Unterbrechung. Was habe ich denn heute für euch? Ja, ein bisschen persönliches Blabla, gehäkeltes und zwei Strickprojekte, ja, und es ist was Neues bei mir eingezogen. Und nein, es ist keine Wolle. Aber ich würde sagen, fangen wir an. Fangen wir doch direkt an mit einem Projekt, was ihr noch gar nicht kennt. Das habe ich am Montag angeschlagen und am Montag auch beendet. Und zwar habe ich aus der Rainbow 86 Quality 100% Baumwolle von Hobby Untersetzer gehäkelt. Die habe ich in verschiedenen Farben da. Die hatte ich schon eine ganze Weile da. Die wollte ich nämlich schon vor Ewigkeiten machen. Da habe ich den hier gehäkelt und den hier und den hier. Das ist gar nicht so grün, wie es jetzt bei euch rüberkommt. Und den hier. Ja. Und die bekommt tatsächlich mein Freund. Der hat die gestern auch schon gesehen. Fand er gut. Und zwar hat der im Wohnzimmer einen schwarz-weißen Tisch. Also der Tisch ist weiß, aber die Platte oben, die Glasplatte ist schwarz. Und ich fand, die sind doch darauf ein übelster Hingucker. Ich habe davon natürlich noch so viel Material übrig. Ich werde für mich auch nochmal welche häkeln. Und ja, ich weiß, ich sag ja, ich bin immer diese Langsam-Häkeltante. Aber irgendwie, die sind ja schnell gemacht, ne? Und irgendwie habe ich da total gesuchtet am Montag. Ja, also, die habe ich gemacht. Dann kommen wir noch zu einem Projekt, was ihr auch noch nicht kennt, was ich vorhin angeschlagen und vorhin auch beendet habe. Ja, soll vorkommen, ne? Ich halte bloß mal meine Adresse zu. Und zwar ein Minisöckchen. Übrigens, die Anleitung von den Untersetzern gibt es auf Hobby. Das ist eine kostenlose Anleitung, die verlinke ich euch aber auch unten. So, also das Söckchen, das ist auch eine kostenlose Anleitung, verlinke ich euch auch. Und zwar habe ich das vorhin gestrickt. Ich werde da nochmal eins stricken, aber werde dann beim nächsten Mal 4 Maschen mehr aufnehmen. Das sind jetzt bloß 20 Maschen. Ich finde es halt ein bisschen arg klein, aber für den Schlüssel reicht's. Und zwar bekommt den dann mein Freund. Der hat nämlich heute einen komischen Dienst. Und zwar kommt der gegen 6:45 nach Hause. Also er hat bis um 6 Dienst. Und geht dann gegen 8:45 nochmal bis 11 oder 11:30. Sagt er, weiß er noch nicht. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Ja. Und es würde sich halt nicht lohnen, wenn er zu sich nach Hause fährt. Da fährt er eine Viertelstunde. Ne. Und da ist er halt bei mir, ne? Und da ich ja morgen auch zeitig wieder raus muss, haben wir das jetzt so gemacht, dass er dann quasi meinen Schlüssel kriegt und dann braucht er nicht klingeln, falls ich doch schon schlafen sollte. Genau. Also das ist auch fertig geworden. Na gut, ist ja auch fix gemacht, ne? Ja, dann zeige ich euch jetzt, bevor ich das nächste Projekt zeige, gleich mal das, was neu eingezogen ist. Und zwar Maschenmarkierer sind eingezogen. Und zwar kleine Eulen. Warte mal. Gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Da. Seht ihr? Eule. Mit so einem türkisen Bauch. Dann habe ich die mit einem rosa Bäuchlein. Dann hatte sie mir noch den Marker reingemacht. Das ist so ein Sternchen. Das sind ja, sag ich mal, feste Marker. Aber das ist einer, den man auch versetzen kann. Genau. Aber ja, es sind noch zwei weitere von den Markern eingezogen. Und die sind aber schon in Benutzung. Und zwar in meiner Lovely Luna. Und somit kommen wir auch zum nächsten Projekt. Also da ist einer. Und hier ist der letzte noch. Genau. Die Lovely Luna ist eine Kaufanleitung von Astrid Müller. Und ich war das letzte Mal da an dem lila Marker und das ganze Stück ist dazugekommen. Also sie wächst und
Ich habe mittlerweile auch auf die Rundnadel gewechselt, wie ihr seht. Ich stricke das Ganze mit 3er Rundnadeln und die Wolle ist von Tammy V Colors. Genau. Verlinke ich euch aber alles unten. Und die Maschenmarkierer sind übrigens von einem Etsy-Shop und zwar Meißner Wolltante. Auch den verlinke ich euch unten. Ja, ich bin da echt mal gespannt. Aktuell brauche ich auch keine Anleitung für die Lovely Luna, was die Kapuze betrifft. Das kann ich mittlerweile aus dem FF. Und ja, ist halt dadurch ein relativ gutes Zwischendurch-Projekt. Genau. Ja. Ja. Und jetzt kommt eigentlich nur noch Gehäkeltes. Ich weiß gerade nicht, wohin mit meiner Kapuze. So. Und zwar habe ich euch das letzte Mal ja gezeigt, dass ich Spüllappen häkeln will oder häkle und hatte gesagt, dass mir der irgendwie zu klein ist und habe den nochmal neu angeschlagen. Beide, aber an dem blauen seht ihr gerade nicht viel. Und an dem rosanen habe ich jetzt das Stück schon gehäkelt. Und ja, das ist auch so ein Zwischendurchprojekt eigentlich, weil auch hier brauche ich keine Anleitung mehr wirklich. Anleitung ist kostenlos auf YouTube zu finden, verlinke ich euch unten. Und ja, die Wolle ist die Rainbow Cotton, Bamboo Cotton, irgend sowas. Fragt mich nicht. Ich verlinke es euch unten. Ja, aber auch von Hobby. Genau. Und die häkle ich mit einer Dreiernadel. Das ist halt auch mal so ein Projekt, wo ich mittlerweile keine Anleitung mehr brauche. Genau. Da werde ich, denke ich mal, heute noch ein bisschen weiter häkeln. Da häkle ich dann aber wahrscheinlich an dem blauen erstmal weiter. Wälzt sich jetzt hier noch ein bisschen, aber ist jetzt nicht schlimm. Ich hoffe, das gibt sich vielleicht noch ein bisschen. Ja. Genau. Ja. Also an dem habe ich auch fleißig gehäkelt. Und dann habe ich noch genau 3 Projekte, die ich euch zeigen möchte. Das wird heute, glaube ich, ein relativ kurzes Video. Ich rausche irgendwie so durch. Ich weiß auch nicht warum. Ja, und zwar der Mystery Karl von Katrinchen Kirschblüte. Da häkel ich jede Woche fleißig. Oh Gott. Da hat mich natürlich mein Krankenhausaufenthalt so ein bisschen rausgebracht. Aber ich bin aktuell up to date. Nee, nicht ganz. Aber zeige ich euch gleich. Das ist die dunkle Decke. Da. Die ist ja für meinen Freund. Und da habe ich aktuell, da bin ich wirklich up to date. Da habe ich gestern Woche 19 gehäkelt. Genau. Man sieht es halt schlecht, das Muster aktuell. Ja, durch das Melierte. Ich ärgere mich schon so ein bisschen. Es gibt viele, die machen das auch bunt, aber einfarbig. Also, was weiß ich, hier schwarz, hier weiß. Ne? Einfarbig, nicht meliert. Und da sieht man natürlich das Muster besser. Das sieht man ja auch hier bei dem einfarbigen schwarzen. Ja, also die ist up to date. Finden tut ihr die Knit-Along von Katrinchen auf YouTube. Aber kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Ja, häkel ich auch mit einer Dreiernadel. Der Bobbel ist ein vierfädiger Bobbel. 2000 Meter. Habe ich bei eBay gekauft. Und zwar bei... Ups, Mega Bobbel. Ja. Entschuldigung. Und ich häkel das Ganze ja noch in einer hellen Variante. Da bin ich jetzt so. Sieht der Bobbel jetzt aus. Da wird wohl dem nächsten Farbwechsel wieder kommen. Und hier bin ich aber nicht up to date, hier bin ich in Woche 18. Hier muss ich dann erstmal noch die 19. Gehst du bitte aus meinem Bobbel? Danke. Na toll. Scheiße Mottenviecher. Ja, hier muss ich dann erstmal Woche 19 häkeln. Genau. Jo. Aber das kriege ich, denke ich, hin. Da versuche ich auch aktuell die Fadenspannung ein bisschen lockerer zu machen, damit es nicht so brettig wird. Gefällt mir eigentlich auch recht gut. Ja, genau. Der Bobbel ist vom selben Bobbel-Dealer. So.
sonst noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, Dreiernadel, ekel ich das. Ja, und dann war ich ja im Krankenhaus. Ach ja, genau. Flieg runter. Ach so, ich kann euch mal doch noch den blauen Topflappen zeigen. Den habe ich nämlich hier liegen. Der blaue Topflappen ist jetzt soweit. Ne? Also, Da werde ich wahrscheinlich dann mal weiter häkeln. Beziehungsweise werde ich dann erstmal an der Decke häkeln und dann am... Und dann am... Topflappen. So. Spüllappen, nicht Topflappen. Und dann habe ich im Krankenhaus natürlich auch ein bisschen gehäkelt. Und zwar an meiner Lotta. Und... Da war ein Krümel. Und da ist jetzt dieses Stück hier hinzugekommen. Ist nicht wahnsinnig viel, aber für die Maschen... Ich habe ja jetzt auch nicht ununterbrochen gehäkelt, ne? So ist es nicht. Genau. Also, die wächst auch. Da hatte ich jetzt geguckt. Ich hatte mal so überlegt... Ich glaube, 8 Löcher über Marker und dann kann ich die Runden schließen. Die Runden schließen, die Ärmel abteilen, so rum. 1, 2, 3, 4 Löcher habe ich jetzt. Also 4 müsste ich noch häkeln. Also nochmal so ein Stück dran. Und dann probiere ich das nochmal an. Meine Oma hat gesagt, also es würde schon passen, aber meine Oma hat gesagt, naja, mach mal lieber noch ein paar Reihen mehr. Genau. Hier habe ich, glaube ich, jetzt auch Knäuel Nummer 3. Angefangen, muss ich da mal gucken. Muss ich die Tage mal gucken, ob ich da noch Garn nachkrieg. Ansonsten verhäkel ich dann tatsächlich den Rest, den ich habe, in den Körper. Und dann wird es halt ein kurzärmliches Häkchen. Aber will ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, dann hatte ich die Tage... Achso, die Lotta ist eine Kaufanleitung von Katrinchen Kirschblüte. Findet ihr in ihrem Etsy-Shop. Verlinke ich euch aber auch unten. Ja, und dann habe ich die Tage eine Socke gestrickt. Oh, ich bin blöd geworden. Und zwar eine Restesocke. Ich habe vorhin die Nadeln gezogen. Die hatte ich schon vor meinem Krankenhausaufenthalt angefangen. Und zwar nenne ich die Zufallssocke. Weil... Ich habe hier immer gesagt zu Alexa, nenne eine Zahl zwischen und. Hab den Farben eine Zahl zugeordnet und dann habe ich das über die Runden auch so gemacht. Dadurch sieht die bunt, aber doch irgendwie cool aus. Und die Ferse ist auch schon fertig, wie ihr seht. Und dann habe ich die gestern oder vorgestern wieder in die Hand genommen und dachte so, irgendwie... Ist hier was komisch. Seht ihr's? Wartet. Seht ihr's? Da ist ein Loch. Kuckuck. Da ist einer... Nein, man strickt ja, wenn man strickt, hat man ja immer 2 Fäden. Die Masche quasi auf der linken Nadel und dann den Arbeitsfaden. Ja, und ich glaube, der Arbeitsfaden ist hier... Defekt. Dezent defekt. Keine Ahnung warum. Naja. Ich will das nicht reparieren. Ich werde das jetzt wieder aufmachen und werde hier, habe ich geguckt, auch nochmal anders mir das überlegen mit dem Übergang. Ich muss ja sonst gefühlt, ihr seht es ja, 100.000 Fäden von denen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache mit Einweben eventuell. Ja. Ich meine, die Socken sind nur für mich, von daher. Aber trotzdem. Also, an der habe ich auch gestrickt. Aber die werdet ihr nochmal wiedersehen. Genau. Ja, mehr strickiges, häkeliges, handarbeitiges, wie auch immer, habe ich gar nicht. Und deswegen würde ich sagen, komme noch ein bisschen zu persönlichen Blabla. Ja, ich bin seit heute 14 Tagen... Nee, Quatsch. Die OP war heute vor 14 Tagen, so rum. Oh Leute, ich bin noch bald gestorben. Weil ich musste um 7 dort sein. Und wann war ich dran?
kurz vor 1:30 kamen die, haben mir 2 Tabletten gebracht. Und kurz nach 1:30 haben sie mich geholt und runter in den OP gefahren. Und gegen 6:45 abends war ich wieder oben. 2,5 Stunden hat es wohl irgendwie gedauert. Sie haben die rechte Seite komplett entfernt und links noch einen Knoten. Und ja, so sieht es aktuell aus. Es sieht noch ein bisschen wund aus. Ich hatte bis vorgestern, ja, hier noch einen riesengroßen Grind. Der ist ab. Und ja, es ist halt noch ein bisschen geschwollen. Aber mein Gott, es wird langsam. Ich kann immer besser reden. Ich hatte die ersten Tage, beziehungsweise eigentlich bis letzte Woche noch so das Problem, dass wenn ich lange geredet habe, meine Stimme irgendwann versagt hat. Und mein Problem war dann noch, dass ich nicht husten konnte, nicht lachen konnte. Niesen war ganz schlimm. Das tat richtig weh. Aber jetzt wird es langsam und deswegen gehe ich auch morgen wieder in die Schule. Mir geht's ja gut. Schmerzmittel nehme ich seit 2 Tage nach der OP nicht mehr. Habe ich nicht vertragen, das Schmerzmittel im Krankenhaus. Und deswegen, und ich sag mal so, ich bin ja sowieso ein Mensch, der nicht unbedingt Schmerzmittel nimmt, wenn er es nicht muss. Und von daher war ich ganz froh, dass ich die nicht mehr gebraucht habe. Ja. Spritzen dürfte ich auch wieder. Also meine Gelenke, ja, ja. Früh ist eine Katastrophe, aber Morgensteifigkeit ist ja bei Rheumatikern nichts Unbekanntes. Ich dürfte wahrscheinlich ab dieser Woche schon spritzen. Ich warte mal noch eine Woche, vielleicht auch noch 14 Tage, einfach um sicher zu sein. Aber ich freue mich schon wieder drauf. Und dann hoffe ich, dass ich endlich mal die Spritzen auch länger als nur 3-4 Stück nehmen kann. Weil ich glaube, sonst dreht mein Körper irgendwann frei. Aktuell habe ich natürlich mit der Schuppenflechte extrem zu kämpfen. Das hatte mir aber auch die Dame erzählt im Krankenhaus. Und gemeint, das könnte sein, dass meine Schuppenflechte nach der OP erstmal so einen schönen Schub kriegt. Ja. Leise rieselt der Schnee. Ja, definitiv. Und das im Mai. Ja, ansonsten geht es mir gut. Ja, ich werde das Video jetzt auch nicht länger in die Länge ziehen. Achso, aber ich habe noch was. Und zwar eine Kanalempfehlung. Jetzt hätte ich es bald vergessen. Und zwar muss ich aber kurz gucken, wie sie heißt. Beziehungsweise wie der Podcast heißt. Ist eine ganz, ganz liebe. Und ist noch nicht so lange dabei. Hier habe ich sie. Und zwar nennt sich das Lucys Wollkiste. Ich verlinke euch mal ihren Kanal unten. Ist, wie gesagt, eine ganz, ganz liebe. Ich habe mittlerweile auch privat mit ihr Kontakt über WhatsApp. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch vielleicht ihr das ein oder andere Abo dalasst. Ja. Und damit werde ich das Video jetzt auch beenden. Ich verabschiede mich also von euch und wünsche euch noch eine schöne Restwoche, dann ein schönes Wochenende und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!